What is dream? Was ist ein Traum? Most of the dream. Der größte Teil des Traums, über 90% des Traums, sind einfach unerfüllte Wünsche. Denn du hast keine Kontrolle darüber. Du spielst nicht mit den Wünschen, sondern die Wünsche spielen mit dir. Alles, was du siehst, wünschst du dir, nicht wahr? Du verfolgst es vielleicht nicht wirklich weiter, aber in diesem Moment, oh, ich wünschte, ich hätte es. Ich wünschte, ich hätte das. Alles, was du dir bisher gewünscht hast, wenn du heute um 5.30 Uhr oder 6 Uhr von hier fortgehst, wenn alles zu Hause auf dich wartet, bist du erledigt. Wenn all die Dinge und Menschen, die du dir für dein Leben gewünscht hast, zu Hause auf dich warten, kannst du dann dort leben? Hm? Kannst du? Nein. Ist es also nicht ein Glück, dass deine Wünsche nicht in Erfüllung gegangen sind? Weil du also ungezügelt wünschst, ist es nicht unter deiner Kontrolle. Alles davon kann im Leben nie erfüllt werden. Aber es muss ausgearbeitet werden, denn wenn du dir etwas wünschst, investierst du ein gewisses Maß an Energie in diese Richtung. Du musst das verstehen. Wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte diese Lichter, wird sofort ein gewisser Teil meiner Energie in diese Richtung investiert. Jetzt vergesse ich das. Oh, ich möchte die Kamera. Ich investiere hier einen gewissen Anteil, aber das geht noch immer weiter. Ich bin mir vielleicht nicht bewusst, aber das geht immer noch weiter. An einem Tag machst du das mit 100 verschiedenen Dingen. Du wirst ganz verstreut. Du bist so verstreut, dass dein Verstand endlos mit bedeutungslosen Gedanken beschäftigt ist, weil deine Energie ständig in verschiedene Richtungen geschleudert wird. Sie geht nicht in eine Richtung. Hast du bemerkt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt in deinem Leben, als du eine tiefe Sehnsucht nach etwas Bestimmten hattest, du eine große Sehnsucht nach etwas geschaffen hast, zu diesem Zeitpunkt all diese Dinge verschwunden sind, hast du das bemerkt? Ja? Du hast in eine Richtung investiert und plötzlich sind all diese Gedanken aus deinem Kopf verschwunden. Also Träumen geschieht einfach deshalb, weil dein Verstand ständig mit Wunschprozessen überall verstreut wird. Und all das kann in der Realität niemals erfüllt werden. Also machst du Überstunden in der Nacht, um sie zu erfüllen. Auf fantasievolle Weise. Ja, es gibt noch andere Dimensionen von Wünschen, aber sie sind sehr klein. Wenn solche Dinge bei einzelnen Menschen vorkommen, werden wir damit umgehen. Wir müssen nicht jeden mit solchen Träumen belästigen. Wünsche sind einfach kostenloses Kino. Genieße es. Egal, ob es sich um einen Horrorfilm oder eine Liebesgeschichte oder einen spannenden Thriller handelt. Genieße es einfach. Was ist dein Problem? Kostenloses Kino, das man dir zeigt. For more on Sadhguru, visit www.ishafoundation.org.